Leute und hi Sandro. Ja, gleich die nächste VA, beziehungsweise ich weiß noch nicht welche. Doch, ich muss aus die VA für Raphael hochladen. Das passt jetzt hier nicht rein. Ich lasse es drin. Hi Sandro. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinen Abozahlen, zu deinen Abos. Du hattest zu einem Giveaway aufgerufen, beziehungsweise zu einer Videoantwort mit einem, wie ich finde, sehr, sehr geilen Thema. Und zwar hattest du ja gefragt nach unserem Wunsch-EDC. Und für alle, die es jetzt ein bisschen gewundert hat, warum ich so lange weg war, der ein oder andere hat vielleicht mitbekommen, da läuft noch ein bisschen was anderes im Hintergrund. Und an der Stelle möchte ich mich auch mal recht herzlich bei dir, bei Sandro, bedanken. Ich werde mal unten ein paar Sachen verlinken, weil wo war's? Das habe ich schon mal vergessen, wo es war. 6,5 Stunden später. Schafheim waren wir zusammen. Busseck war es. Wo war Richie jetzt alleine? Eine Ewigkeit später. Ja, also für die, die es nicht mitbekommen haben, es war die Kampft. Und zwar hat da Richie einige deutsche Messermacher mal interviewt, beziehungsweise sich die ganze Geschichte mal angeschaut. Und Sandro war wirklich so freundlich und hat halt die ganze Zeit daneben die Kamera gehalten und ein bisschen was dazu gesagt. Super klasse, vielen Dank auch für deine Unterstützung in Schafheim. Ja, und jetzt würde ich sagen, genug geschwafelt. Ich werde mal wieder nach unten wechseln und dann gehen wir mal zum Thema Wunsch-EDC über. Ja, also hier seht ihr stellvertretend mein derzeitiges Ausgeh-EDC. Ich wollte eigentlich das noch dazulegen, aber wenn ich das hier herlege, ihr seht schon, dann ist der Weißabgleich, der treibt die Kamera in den Wahnsinn. Also das gehört auch noch dazu. Das ist ein ganz normales Vater mit weißen Griffschalen, was ich dann meistens bei mir in die hintere Jeans-Tasche tue mit diesem Clip, der leider nicht von Victorinox kommt, das haben sie wohl noch nicht verstanden. Okay. Gehen wir es kurz durch, Sandro. Ich fühle mich gerade so nackt. Ich habe meine Uhr abmachen müssen. Okay. Ich komme eigentlich dem Traum-EDC, was ich habe, schon sehr, sehr nahe. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass mich so ein normaler Slip-Joint-Folder doch so abholen kann. Das hier war jetzt explizit ein Weihnachtsgeschenk. Das Ding hat es mir echt angetan. Auch wenn ich natürlich von Scherbakov, Tukan und Scout und Rabe und Wolf, wie sie nicht alle heißen, auch sehr cool finde, genauso wie das Trish. Das war wirklich das, was irgendwie so zum Weggehen für mich das meiste gebracht hat. Also wenn ich natürlich an der Arbeit bin, nehme ich doch eher lieber einen Scout oder was auch immer. Oder von mir aus auch ein 21er Sebenza oder... keine Ahnung, ein SNG von Strider oder ein Hinderer oder ein Cold Steel, ein Cold Steel Code 4 oder ein Cold Steel Recon 1, was ich jetzt noch habe oder ja, was auch immer. Das ist dann eher, wenn wir mal abends weggehen, ich sag mal Steak essen oder sonst irgendwo, da ist das wirklich perfekt. So, du hattest aber gesagt, wenn wir alles Geld der Welt hätten, würde ich mir wahrscheinlich irgendwo einen Custom von Scherbakov oder von den Kulikov, Vater und Sohn gespannt, was bauen lassen, nach meinen Wünschen. Um es mal so ein bisschen anders greifbar noch zu machen, das ist natürlich klar, das ist dann irgendwo ein Custom-Wunsch, der geht dann schon in die Tausende rein, denke ich. Was für mich auch noch so ein schönes Messer wäre, was ich mir noch mal irgendwann wünschen würde, wäre zum Beispiel ein Todbeck Bodega. Da hat mich irgendwie der Skelton so ein bisschen angesteckt, der Jim Skelton. Das ist wirklich immer noch so ein, denke ich, noch erfüllbarer Traum, wo man vielleicht nochmal nach längerer Sparperiode irgendwann mal dahinter steigt. Also, wie gesagt, Todbeck Bodega. Ich hatte in Schafheim das Vergnügen, von einem Messerfreund mal eins in der Hand halten zu dürfen. Grüße an der Stelle. Ich hoffe, er schaut zu und weiß, wer gemeint ist. Klasse Messer.
Also das dazu, wenn man sagt, so normal überschaubar, Todbeck, Bodega, wenn man wirklich dann ganz weit nach oben geht, glaube ich, würde ich mir auch mal einen Scherbakow nach meinen Wünschen gestalten lassen. Aber gehen wir mal zum nächsten Gegenstand über. Du hattest gefragt nach der Uhr. Ich habe mir einen lang gehegten Wunsch erfüllt und habe mir irgendwann eine Omega Seamaster gekauft. Die ist jetzt gerade hinten im Safe. Ich bin immer noch begeistert von der Uhr, auch wenn Richie der Meinung ist, sie ist zu klein für mich. Und jetzt habe ich aus der ersten Lieferung rausgekauft eine Deep Blue. Das ist die Master 2000 und ich bin von dem Ding absolut begeistert. Also das ist, es ist wirklich ein Panzer. Man muss sich an das Gewicht gewöhnen. Wenn man sich an das Gewicht einmal gewöhnt hat, möchte man es nicht missen. Also ich merke das jetzt auch schon die ganze Zeit. Mir fehlt die Uhr am Handgelenk. Ich bin halt eben auch so ein NATO-Fan. Ich weiß, Sandro, du hattest ja die Kautschukbänder erwähnt und ja, sie riechen so verdammt geil nach Vanille von Squale. Es ist wirklich so. Hier sehr geile Uhren, was mich hier auch abgeholt hat, die Lumen. Omega bekommt es hin, dass man selbst nach 8 Stunden Schlaf, 9 Stunden Schlaf, wie auch immer ihr, wie lange ihr schlafen wollt, noch auf seine Uhr schaut. Und ich stehe meistens ja früh um 5 dann auf. Dass die Lumen immer noch so gut sichtbar sind, dass man die Zeit ablesen kann. Haben bis jetzt nicht viele Uhren geschafft und ich rede auch von sowas wie IWC oder ich rede von sowas wie selbst bei einer Seiko und ich hatte auch schon eine sehr gute Seiko in der Hand. War es nicht vergleichbar. Die schafft es wirklich auch das, was die Omega schafft und jetzt will ich hier nicht irgendwo Schleichwerbung machen für unseren Shop. Ich denke mal, das brauche ich bei den Uhren sowieso nicht. Ich weiß nicht, warum nicht alle Leute auf dieses Lumen zurückgreifen, auf dieses Super Lumen Nova, weil das kann nicht so schwer sein, glaube ich. Aber jetzt kommen wir noch zu dem Wunsch. Mit allem Geld der Welt, tja, keine Ahnung, Nalange und Söhne, weiß ich nicht, wenn man jetzt mal ganz nach oben greift, eine Sonnerie, IWC vielleicht Sonnerie oder keine Ahnung, was es noch so alles gibt. Wenn man wieder ein bisschen runter, also so im Todbeck-Bodega-Bereich dann wieder ankommt, würde ich sagen, was auch nochmal schön wäre, wäre eine Rolex GMT. GMT 2, eine Batman, also schwarz-blau, das wäre auch verdammt cool. Und ansonsten bin ich eigentlich so schon ganz zufrieden. Und da können wir auch schon zum nächsten übergehen. Hier teste ich gerade mal im Vergleich, da hoffe ich, dass ich auch nochmal irgendwann ein Video machen kann. Einen Fischer Space Pen Bullet. Ihr seht schon, der hat auch schon gut gelitten. Also ich nutze das Ding auch wirklich. Das ist nicht nur, dass ich den dann irgendwo in der Hosentasche mit mir rumtrage. Also der hat schon gut gelitten. Sehr cooles Teil. Sehr cooles Teil. Ich werde hoffentlich irgendwann doch den Vergleich mal hinbekommen zum McArmy Pen im Vergleich zum Böker Pen. Und ich hatte mir noch einen Jotter gekauft, einen Parker Jotter. Also, das käme dann auch noch. Und da könnte man jetzt überlegen, man könnte ja auch mal ein Mont Blanc, keine Ahnung. Das war mal so. Ich meine, gut, die sind auch noch bezahlbar. Halt mal einen schönen Fountain Pen. Das wäre auch, also schon, wir haben damals gesagt, ein Füllfederhalter. Das wäre mal so eine Idee, denke ich. Ja, viertes Thema, Taschenlampen. Derzeitig bei mir die Illuminex. Wo ich gerade merke, die muss mal wieder aufgeladen werden. Ja, die ist leer. Bin ich absolut begeistert von. Von der Größe, von der Lichtleistung, einfach geil, gefällt mir richtig gut. Gerade bei der Größe. Was könnte man jetzt da nehmen? Schwierig. Schwierig, schwierig, weil ich bin da nicht so ganz der Lampenheini. Aber zum Beispiel die PT16. In Titan. Die fand ich sehr, sehr cool, weil die Lichtleistung auf so einer kleinen Größe ist der Wahnsinn.
Das können die einen oder anderen sagen, warum nimmst du es dann nicht einfach aus dem Shop raus? Ja, verkaufen geht erstmal vor. Ich wüsste jetzt nicht, was es da noch nach oben gibt für mich. Also ich weiß, da gibt es noch so ganz abgefahrene mit irgendwelchen Fräsungen und Zeichnungen dran. Keine Ahnung. Also bei einer Lampe bin ich ja, glaube ich, sehr einfach gestrickt. Die muss für mich eine gewisse Größe haben, die passend ist zur Lichtleistung. Und dann ist das Thema für mich eigentlich durch. Ja, also nochmal, das, was du hier schon siehst, ist eigentlich, kommt dem schon sehr nahe, was ich im Moment gerade sehr gerne trage. Hier, wie gesagt, Todbeck Bodega oder irgendwann da mal ein Kulikov Custom. Hier vielleicht, weiß ich nicht, Rolex GMT. GMT Master 2 ist, glaube ich, die komplette Bezeichnung. Batman-Version. Oder mal eine A. Lange und Söhne. Hier ein Montblanc. Und hier eine PT16 McArmy in Volltitan. Okay, gehen wir nach oben und dann schließen wir die ganze Sache ab. Ja, ich hoffe, damit sind alle deine Fragen beantwortet, Sandro. Nochmal Glückwunsch an der Stelle zu den ganzen Abos. Ja, ich hoffe, ich habe damit alles erfüllt. Und allen anderen sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal und ciao.